Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last Chaos. Ich bin's wieder, euer Paddy, hier für euch live am Start. Und heute legen wir mit einer neuen Runde mal zum, ja, ich denke mal Montag oder so, ja los. Ich denke mal, ich werde das heute hochladen. So, da schauen wir mal. Wir wollten unsere Quest weitermachen und zwar mit dem Phoenix Quest. Wo bin ich? Und da sollten wir jetzt in den Belfurst Tempel. Ich guck nur mal, welchen NPC wir da brauchen. Es ist Rian. Gehen wir direkt hin. Ich suche nur schnell raus. Okay, da ist er. Und dann teleportieren wir uns dorthin. Auf zu Rian. Okay. Ja, nur mal kurz geguckt wegen Mikro. So, und jetzt geht's schon weiter. Wir müssen jetzt erstmal, würde ich sagen, gucken, wo er ist. Aber ich denke mal hier am Eingang. Jawohl, da ist er schon. Oh mein Gott, dieser Gestank. Warum erzählst du mir, dass du gerade erst geduscht hast? Ich rede von diesem stinkenden Muskelbalsam, den Anje immer macht. Ich kann ihn schon von Weitem riechen, aber danke. Mein Rücken fängt gerade an, ja, zu schmerzen. Und wir haben die Linderung beschert. Erste Quest abgegeben. Nächster geht weiter. So. Wenn du Juno wirklich kennenlernen willst, den Belfürst-Tempel, solltest du in jedem Fall den Belfürst-Tempel erforschen. Es ist wie ein riesiges Labyrinth. Das macht richtig Spaß. Wie gut ist dein Orientierungssinn, wenn du den Weg durch den Belfürst-Tempel findest? Findest du dich überall zurecht? Na los, versuche es und töte einige Eindringlinge, ja, während du dort bist. Und wir bekommen ein Wiederherstellungstrank. 5-mal. Na, da sehen wir schon. Anzahl der Skelett, Schwertkämpfer, Schwertlanzenträger und Skelettwächter. Ja, ich kenn's ja noch von meiner alten Zeit hier in Last Chaos. Da waren wir auch mal im Belfürst-Tempel unterwegs. Hat auch ordentlich Spaß gemacht. War nicht schlecht damals. Und da sind wir zum einen immer hier gewesen und zum anderen drüben in diesem größeren Raum. Gehen wir gleich mal hin. Ich muss nur mal kurz meine Tiere buffen lassen. So, den ersten haben wir schon mal. Skelett-Schwertkämpfer. Sammeln wir gleich die nächsten hier mit auf. Können wir gleich noch was vom Plätzchen-Bug-Event noch mitnutzen. Das dürfen wir uns da nicht entgehen lassen. Schön erstmal drauf auf die Ungeheuer. Ja, so ist der Raum schon mal leer. Da kommen wir irgendwie nicht dran an den. Aber dafür haben wir hier noch ein paar. Sollte es da nicht reichen, können wir immer noch weiter hintergehen. Ihr seht, hier hinten ist nämlich auch noch was. Auch wenn das nicht gerade die Monster sind, die wir für unseren Quest brauchen könnten. So, jawohl. Zerlegen wir sie erstmal alle so nach und nach. Da haben wir noch welche. Und da erstmal alle weg. Gehen wir jetzt noch mal ein Stückchen nach hinten. Da haben wir auch wieder welche. Können erstmal alle weg hier. Zerstören wir so nach und nach. Aber der Quest geht eigentlich relativ schnell, ne? Anzahl der Skelettwächter sind jetzt schon mal erfüllt. Es fehlen eigentlich nur noch die Lanzenträger. Ne, die haben wir jetzt auch geschafft. Eigentlich müssten wir jetzt nur noch die Schwertkämpfer beseitigen. Da können wir jetzt noch mal drinnen gucken, ob da allzu viele sind. Aber steckt mal laut der Anzahl, die wir hier bisher erreicht haben, dürften das nicht so viele sein. Gucken einfach mal. Hier haben wir eigentlich sehr wenig. Ja, wir gucken mal hier draußen. Ich glaube, hier waren sogar noch welche gewesen. Ja, plus 2 leider. Leider keine weiteren.
Ja, wir brauchen mal einen neuen Buff. Da müssten wir erstmal wieder die Kette abmachen. Ich mache mal die falsche ab. Jawohl, so haben wir das geschafft. So, immer schön drauf. Ah, uns fehlen eigentlich in dem Sinne nur noch 14, die wir beseitigen sollen. Müsste eigentlich zu schaffen sein. Direkt mal hier haben wir noch welche. Da haben wir noch einen. Jetzt fehlen noch 12. Die kriegen wir doch jetzt auch hin. Einmal nach oben. Haben wir hier jetzt welche? Da haben wir nur einen Knochenkämpfer. Ich würde sagen, wir versuchen mal so einen Raum zu finden, wo wir mal ein paar mehr haben. Weil jetzt hier die ganze Zeit in dem kleinen Raum da rumzurennen, wird mich zwar auch zum Ziel bringen, aber nicht das, was ich brauche. Hier haben wir so einen Schwertkämpfer. Wir gehen mal hier lang. Und ja, man kann sich hier wirklich schnell verlaufen. Gucken wir mal, ob wir hier welche haben. Das sieht mir aber nicht danach aus, dass hier welche waren. Wie sieht es denn hier aus? Gucken wir mal. Da sind keine. Da wäre noch ein großer Raum. Ah, da haben wir doch schon einige Schwertkämpfer mehr dabei. 22 von 30. Jawohl. Ja, das klappt doch. Gut, einmal jetzt hier nochmal gucken. Finden wir jetzt die letzten 7? Oh, was ist denn das? Es gibt eine Buffrunde. Luftige Schritt 4 und windige Hände 4 plus noch die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Na, ich glaube, dann nutze ich doch die Phoenix-Quest eher anders. Ich glaube, die ging ja sogar bis zum Max-Level. War das richtig, ne? Drang des Tornados Level 6. Also, wenn ich das nicht richtig nutze, dann werde ich mich ziemlich, ziemlich ärgern. Ich glaube, ich werde dann heute mal noch auf Mixer oder auf Twitch noch einen Livestream machen, wie wir nochmal mit unserer Elfe hochleveln werden. Wer da Interesse hat, ich denke mal, ja, in der Kanalinfo werdet ihr auf jeden Fall den Link für Mixer finden. Wenn ihr da Interesse habt, werde ich da vielleicht heute noch einen Livestream starten. So, den Livestream sowieso, aber jetzt würde ich mal gucken. Der Quest ist ja jetzt fertig. Jetzt muss ich bloß den Ausgang suchen. Wo bin ich? Wow, du hast es lebendig zurückgeschafft. Sehr eindrucksvoll. Er klingt ja sehr überzeugend. So, wie wäre es denn, wenn du meinen Freund, den Grenzwächter Tamon, besuchst? Er kann dir Drachen zeigen. Ja, die Drachen will ich aber jetzt erstmal nicht sehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal vorzeitig an, richtig durchzuleveln. Das heißt, wir gehen jetzt und starten jetzt schon mal in den, ja, in den das Gewölbe der Schmerzen, so dass ich schon für die nächsten Folgen dann gut gerüstet bin. So, ich wollte ja mit der Elfe euch auch mehr mit dem Leveln mit einbeziehen. So. Geht ab nach Tratan und Zuhörein rein. Zuhörein, rein, rein, rein. Los, komm. Einmal das bewegen, ja. So, und da schauen wir mal, wie weit wir mit unserer Elfe kommen werden. Na gut, jetzt wird es erstmal Probleme geben, weil die Rüstung, die ich jetzt anhab, ist ja natürlich noch nicht diese Lehrlingsrüstung, die so super ist. Aber das werden wir doch wohl hinkriegen, ja? Sind wir doch geübt. Als allererstes brauchen wir wieder unsere Buffs. Lebenskraft. Den nehmen wir jetzt ab. Tun wieder dran. Zack. Jawohl. Und verbinden. Genau. Kurz heilen.
kleine Schutzer mit rein und dann den kleinen Keks. Dann dürfte das alles wunderbar klappen. Immer schön drauf auf die Monster. Da versuchen sie uns zu jagen. Ja, das hat jetzt erstmal noch nicht so geklappt. Andere Strategie muss ich da anwenden. Gut. Sperre habe ich jetzt rausgenommen, weil mir aufgefallen ist, die Sperre haben wir noch drinne gehabt. Das erledigen wir natürlich. Perfekt. Jetzt erstmal wieder auf die Monster drauf. Zerstören wir sie. Klein Racker. So, jawohl. Hier, die können wir auch noch mit zerstören. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall komplett nutzen, diese Buffs, die wir jetzt hier geschenkt bekommen haben. Die laufen ja natürlich ab, besonders hier dieser Tornado-Trank. Auch wenn ich offline bin, deswegen nutze ich den jetzt mal komplett hier. Ah, laufen mal ein bisschen zurück, dann klappt das sogar mit der Elfe. Ich freue mich ja schon auf den Elfen-Buff, den ich dann noch hier kriege. Wenn wir unser gewisses Level dann haben. So, euch hauen wir noch mit um. Jawoll. Na, so sind wir schon mal Level 38. So, jetzt nur immer drauf achten, die richtige Kette abzunehmen. Ah, ich muss schon wieder mein Inventar aufräumen, da ist schon wieder Chaos pur. Gut. Erstmal hier weitermachen. Direkt noch ein paar Monster umhauen. So, da haben wir welche. Eigentlich geht das hier mit den Spinnen ganz gut. Wir können es natürlich auch über den normalen Trick machen, den ihr bestimmt auch kennt. Im ersten Spinnenraum bleiben und dann immer wieder raus und rein teleportieren. Wenn wir den ersten Raum durchgemacht haben, geht natürlich auch. Ich mache es gerne mal so ein bisschen entspannt, dass ich mal jeden Raum so ein bisschen besuche. So kriegt man auch noch ein paar Prozente mit. Zudem geben die größeren Monster dann auch nochmal ein paar EXP mehr und gute SP, darf man nicht vergessen. Obwohl es daran bei uns eigentlich eher nicht scheitert, ne? Wir haben ja jetzt, glaube ich, noch über 25.000 FP, die wir noch durch unsere Farm-Action im Prokion-Tempel mit haben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die Sasquatch-Quest haben wir ja auch komplett durchgemacht. Jawohl. Okay. Hier zerstören wir sie jetzt erstmal alle. Immer schön drauf, immer schön drauf. Ganz entspannt. Jo, auch mal an dieser Stelle, wenn ihr mich mal gerne einfach bloß so ein bisschen leveln sehen wollt und mit mir quatschen wollt, dann sagt einfach mal Bescheid. Dann werden wir mal versuchen, demnächst sogar noch mal... Vielleicht sogar auf Twitch. Ja, auf Twitch, denke ich, ist eine gute Variante. Werden wir mal einen Twitch-Livestream machen. Mit der Elfe. Da können wir mal miteinander quasseln. Vielleicht sogar, wenn ihr das möchtet oder Interesse habt, sogar zusammenleveln, wie das so einzurichten ist. Also nur, wenn die Interesse besteht. Ansonsten können wir ja gerne hier weiter mit der Elfe schön durchleveln. Besonders bei solchen Events macht sich das richtig gut. Vielleicht ist ja auch noch mal dieses Jahr noch mal so ein schönes Doppel-Event. Bisher habe ich eher das Glück gehabt. Ich habe es immer jedes Mal verpasst gehabt. Das war ein bisschen ungünstig. Naja. Aber unsere Elfe kriegt man natürlich auch noch groß. Jetzt hänge ich hier doch tatsächlich fest. So.
Einmal ab, einmal dran. Yagi-Buff, Ele-Buff. Ist dann immer schwierig, wenn die manchmal absolut nicht buffen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Du hast eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, aber die wollen dich einfach nicht buffen und du könntest fast durchdrehen. Und dann, wenn sie dich mal buffen, hast du das Problem, dass irgendein Monster plötzlich hinter dir gespawnt ist und dein Tier getötet hat. Zumindest war es bei meiner Klerikerin damals so, dass sie ständig meine Pets gekillt haben. Ich glaube, ich habe da so viel Gold bei dem Tiertrainer damals gelassen. Einfach nur wegen dem Wiederbeleben. Nach einer Weile ist es ja auch, dass es immer langsamer geht mit dem Leveln. Und da versuchst du halt so, dich so ein bisschen abzulenken. Naja. Da kommt es mal schnell vor, dass eine deiner Pets gekillt wird. Da geht das hier noch am Anfang eigentlich relativ gut, ne? So, hier nochmal drauf. Zerstören wir sie beide. Und da sind wir schon quasi vorm Blue Terrain. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier so weitermachen und uns dann sowieso schon noch ein bisschen weiter leveln werden, würde ich sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich hier weiter gelevelt habe oder vielleicht sogar im nächsten Video. Da zeige ich euch noch ein bisschen Level-Action. Seid auf jeden Fall da wieder mit dabei. Ich sag schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.